Was wir machen müssen, ist einfach neu starten. Also zuerst denkt über die Arbeiterklasse nicht als Produzierende nach, sondern als sich Leute, die sich um etwas kümmern. Produktion und Konsum wegkommen. Also wirklich auch, um den Planeten zu retten, müssen wir von Produktionsglauben abwandern. Die Aufgabe von Leuten ist, sich um andere Leute zu kümmern. Und reiche Leute müssen sich halt nicht so sehr um andere Leute kümmern. Oder über andere Leute nachdenken. Also brauchen wir nicht A, die Umwandlung oder die Umdefinition der Arbeiterklasse als die kümmernde Klasse. Und wir müssen von diesem Paradigma von also Leute, die sich um andere Leute kümmern. Und das haben sie schon immer getan. Also psychologische Studien zeigen das sehr gut. Dass je ärmer du bist, umso besser bist du darin, die Emotionen von Leuten wahrzunehmen und wie die sich fühlen. Und das liegt daran, dass tatsächlich das ist der Real Talk. Soziale Arbeit ist Arbeit am Sozialen, nicht an Körpern, nicht an Psychen. Es braucht halt eine gewisse Arbeitszeit, um das Ding herzustellen. Also es braucht so viel so lange Zeit und so viel Menge an Ressourcen. Also es wird viel produziert, so eine Tetekasse. Eine Flasche, weißt du? Du produzierst das Ding einmal. Ja, du wäschst sie aber 10.000 Mal. Die meiste Arbeit ist also nicht dabei, das Ding zu produzieren, sondern es am Leben zu halten. Wir haben eine verzerrte Wahrnehmung, dass richtige Arbeit ist halt so irgendwie was herstellen in der Fabrik, ein Auto oder so. Also fast so wie Geburt, ne? Weil das Wort Labor kommt ja aus der Bibel. Und das ein Kind kriegen auf Englisch heißt ja auch Labor.